your brothers from Melbourne. Do you believe in something higher than yourself? And you full of love, that mean you know you full of wealth. Got to raise up your shoes, back in your bed, when make us a dent. You see me ID, then you know that we are one man. You see my ID, doesn't matter where we from, man. So at the end of the day, a man is just a man. My identification, when make us a dent. Who am I? Who are you? Who are we all human beings? Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 more than a passport I'm unique. If you see my ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. If you see your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, der Paketbote steht vor der Tür und findet die Klingel nicht. Deswegen kam das ersehnte Päckchen leider nicht an. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Was man in so einem Fall machen kann, das hat uns die Floristin Martina Rössler diese Woche gezeigt. Sie hat nämlich kurzerhand zu Zettel und Stift gegriffen und mit denen hat sie ihre Klingel quasi zusätzlich nochmal ausgeschildert. Und das ganze Netz lacht jetzt über diese Aktion. Wir haben bei Martina nachgefragt, hat es denn wenigstens was gebracht? Ja, heute habe ich von meiner Freundin ein Paket erwartet und er kam auch rein. Nur der arme Mensch wurde so direkt überfallen von den ganzen Fernsehteams, die hier waren. Das tat mir echt weh und leid. Also gut, aber er musste nun mal damit rechnen jetzt. Ne? Ja, irgendwie schon, ne? Aber haben Sie denn damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt, die ganze Aktion mit dem Schild? Nein. Ich hatte das die Bilder gemacht, meiner Tochter geschickt und die sagte nur, oh, Mama, das musst du mal ins Netzwerk stellen. Und dass das dann plötzlich so losrennt und so einen Rummel macht, nein, das war auch erst gar nicht so mein Anliegen. Okay, wir hatten so das Gefühl, so wie Martina geht es vielen Düsseldorfern auch. Wir haben uns deswegen mal bei den Düsseldorfern umgehört, was die so zum Thema Post und Pakete zu sagen haben. Also ich bestelle meist in die Firma und dementsprechend kommen die halt eigentlich zu 100% immer an. Privat ist es so eine 50-50-Geschichte. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sie gar nicht klingeln, dass ich auf jeden Fall zu Hause war und nicht geklingelt wurde. Also das hat meine Frau bestellt, das kommt auch eigentlich immer so auf den nächsten, übernächsten Tag auch an. Also ich habe da keine Probleme mit. Wenn das dann halt mal so war, dass die Paketboten eine Karte eingeworfen haben, dann haben die immer die unmöglichste Faststelle rausgesucht in einem komplett anderen Stadtteil oder übernächsten Stadtteil. Das hat mir schon gestunken. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, in letzter Zeit kommen bei uns total viele unterschiedliche Paketboten, dass die nicht immer sich sofort so auskennen und so. Auch so eine Sache. Und die haben ja auch wirklich verdammt viel die Karren voll und stehen ganz schön unter Zeitdruck. Antenne Düsseldorf hier am Samstagvormittag mit einer sehr lustigen Geschichte über den Paketboten, der das die Klingel nicht gefunden hat. You keep my hands on myself. Bye.
Na, gut rausgekommen oder noch so ein bisschen verwackelt vom Abend mit Freunden gestern? Haben wir da gerade den richtigen Wachmacher für Sie rausgesucht, ja? Portugal the Man mit Feel It Still. Den haben Sie in dieser Woche nämlich besonders oft angeklickt, um den Titel heute nochmal zu hören. Damit hat er es auf Platz 10 im Antenne Düsseldorf Hitclick geschafft. Ihre Top 10, die hören Sie noch bis 12 Uhr hier bei uns bei Antenne Düsseldorf am Samstagmorgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Versucht uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, vergesse ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Trägst seine Haare immer noch wie früher. Und du tanzt genau wie früher. Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Na, gestern Abend auch wieder das Herz gewonnen und da geblieben noch und gefeiert und schon mal den Lottogewinn ausgegeben, den sie noch gar nicht in der Tasche haben. Ah, schlechte Nachrichten. Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen hat keiner den Euro-Jackpot geknackt. Wer es gemacht hat, das gleich hier bei Antenne Düsseldorf. Italien in Bestform. Nur für kurze Zeit bei Who's Perfect. Bis zu 39% sparen und Premium-Service-Paket kostenlos dazu erhalten. Who's Perfect Düsseldorf, Immermannstraße. Also ich finde, alt ist schön. Ich mag das Alte. Aber nur das wirklich schön Alte und etwas Antike. Und das finde ich nur auf dem Antikmarkt in den Shadow-Arkaden. Kennen Sie den? Nein? Dann dürfen Sie den nächsten auf keinen Fall verpassen. Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr entdecken Sie dort wieder Außergewöhnliches, Seltenes, kleine und große Schätze. So schön kann Stöbern sein. Shadow Arkaden, die außergewöhnliche Shopping-Vielfalt in Düsseldorf. Achtung! Bitte bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie vorsichtig das Dach. Aber ich schau doch bloß, wo mein Taxi steckt. Was? Noch keine Rheintaxi-App? Neu bei Rheintaxi. Bezahlen mit der App. Einfach registrieren, Zahlungsmittel wählen und bequem bezahlen. In jedem Rheintaxi. Selbstverständlich. App-Payment mit der Rheintaxi-App. Jetzt testen und bequem bargeldlos bezahlen. Rheintaxi. Auf die nette Tour.
Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Letter Margarine, der 500 Gramm Becher für nur 88 Cent. Und Himbeeren, 125 Gramm für nur 1,49. Framstags günstig. Letter Margarine für nur 88 Cent. Und Himbeeren für nur 1,49. Erstmal zu Penny. Die Freude wächst mit. Bei der großen Neueröffnung entdecken Sie diese Woche tolle Eröffnungsangebote für junges Gemüse, für Buschmänner, für fleißige Lieschen, für alle was dabei. Ihr Dena Gartencenter. Jetzt auch in Düsseldorf-Benrath, Paul-Thomas-Straße 34. Von hier oben sieht irgendwie alles so anders aus. So kann man halt mal einen ganz anderen Blick auf die Region werfen. Das Rheinland und der Niederrhein, seine Menschen und seine Geschichten. Erzählt aus einer besonderen Perspektive. Lesen Sie jetzt vom 10. März bis 19. April Heimat, Herz, Helden, Hafen. Die neue Serie in Ihrer Rheinischen Post. Jetzt am Kiosk kaufen. Die neue Steueroase heißt Schaffrath. Nur noch heute und Montag bei Schaffrath in Düsseldorf. Bis zu 25% Rabatt auf Möbel plus 19% Mehrwertsteuer auf fast alles geschenkt. Auch auf Heimtextilien, Boutiqueartikel, Teppiche, Leuchten und Bilder. Jetzt bei Schaffrath in Düsseldorf. Mehr unter schaffrath.com. Hasilein, wo bist du denn? Such mich doch. Es ist doch noch nicht Ostern. Ostern kann kommen. Du bist bereit. Mit den Angeboten von Kaufland. Jetzt mit Mövenpick-Kaffee. Die 500-Gramm-Packung für je 3,88. Und Fürst von Metternich-Sekt. Die 0,75-Liter-Flasche für je 5,55. Kaufland. Gute Woche. Und im Küchenschaffrath Megastore Düsseldorf. Nur bis Montag. Bis zu 50% Rabatt auf freigeplante Küchen. Plus 10% Bonus. Küchenschaffrath Megastore in Düsseldorf. Kopernikusstraße. Mehr unter schaffrath.com. Die neuen Modetrends. Statement-Ärmel, Neonautik, Athleisure. Jetzt entdecken bei Galeria Kaufhof. Und ab 100 Euro Modeeinkauf in den Filialen schenken wir Ihnen 20 Euro für den nächsten Einkauf. Nur noch diese Woche 20 Euro geschenkt. Infos in der Galeria Kaufhof. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me who won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry. Figure it out without you.
Ach Leute, ich hab's mir so schön vorgestellt. Einmal eine Langstrecke in der Business Class fliegen. Aber, tja, meine Zahlen waren es wohl nicht, die den Jackpot beim Euro-Lotto geknackt haben. Ein Lottospieler aus Berlin, der hat den Pott mit gut 2... Stop your fighting, your brothers are Melbourne. Do you believe in something higher than yourself, man? You full of love, that mean you know you full of wealth. Got to raise up your shoes, buckle your belt. When we go so then, you see me ID, then you know that we are one, man. You see my ID, doesn't matter where we're from, man. So at the end of the day, man, it's just a man. My identification, when we go so then. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 get hold of the passport I'm unique. If you see my ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. If you see your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see ID, 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 your brothers are Melbourne. Do you believe in something higher than yourself, man? You full of love, that mean you know you full of wealth. Got to raise up your shoes, buckle your belt. When we go so then, you see me ID, then you know that we are one, man. You see my ID, doesn't matter where we're from, man. So at the end of the day, a man is just a man. My identification, when we go so then. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 get hold of the passport I'm unique. If you see my ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, 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 see it in your fingerprint, you're unique. If you see your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see your ID, 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 you can be you and I'll be me. If you see ID, 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 you can be you and I'll be me. Der Paketbote steht vor der Tür und findet die Klingel nicht. Deswegen kam das ersehnte Päckchen leider nicht an. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Was man in so einem Fall machen kann, das hat uns die Floristin Martina Rössler diese Woche gezeigt. Sie hat nämlich kurzerhand zu Zettel und Stift gegriffen und mit denen hat sie ihre Klingel quasi zusätzlich nochmal ausgeschildert. Und das ganze Netz lacht jetzt über diese Aktion. Wir haben bei Martina nachgedacht.